Entschuldigung, ich muss jetzt hier mit dem... Klarkommen. Sehr schön. Jetzt. Verknüpft jahrzehntelange Erfahrung natürlich in der Immobilienbranche mit den Potenzialen der Technologiebranche. Worüber wir heute aber sprechen wollen, sind natürlich die globalen Herausforderungen, denen wir uns stellen. Und das ist zum einen der Schadstoffausstoß durch die Gebäude und natürlich auch unsere zweite Herausforderung, die unmotivierten Arbeitnehmer. Sie haben vorhin gesagt, Gebäude sind für 40% verantwortlich. Wir hatten hier noch 39% gezählt, also sind wir wahrscheinlich jetzt schon 1% weiter. Und was wir heutzutage auch wissen, ist, dass es natürlich in einem gewöhnlichen Büro die Motivation sinkt. Und wir versuchen eben diese beiden Bereiche zu kombinieren und sagen, wir vereinen das in The World Needs Better Buildings. Dieses Konzept ist bei uns aufgebaut auf den 4 Säulen. Die erste Säule ist das Wellbeing, das heißt in dem Fall sagen wir, das ist wichtig, dass sich der Nutzer in einem Gebäude sehr wohl fühlt, dass es eine Community gibt und dass das Gebäude auf die Bedürfnisse des Menschen antwortet. Aber ein wesentlicher Faktor für uns ist auch die Nachhaltigkeit, nämlich dass ein sehr minimaler Ressourcenverbrauch und deswegen sind unsere Gebäude auch ausgestattet mit Elektroladesäulen. Und wir sehen ein Gebäude aber auch als mehr, nämlich jedes Gebäude von uns hat eine nachhaltige Komponente, die sozusagen den optimalen Betrieb ermöglicht. Und das Ganze wird gestützt von der vierten Säule, nämlich dem Design, denn auch das Design bildet eine gewisse Nachhaltigkeit. Das Gebäude muss einladend sein und natürlich auch mit dem Design die Nutzer miteinander verbinden, sodass sie das auch nutzen wollen und eine Kommunikation stattfinden kann. Und die letzte Säule ist eben die Technologie, die das Gebäude smart ausgestattet und kann per App gesteuert werden. Bei unserem Bauvorhaben, Sie sehen, wir sind jetzt schon fast fertig, also eigentlich ist heute die Übergabe, das Gebäude ist final. Bei unserem Bauvorhaben stehen wir vor dem größten Holzhybridgebäude Deutschlands noch. Wir hoffen natürlich, dass weitere Holzhybridgebäude kommen, denn der wesentliche Vorteil ist neben den flexiblen Arbeitsplätzen die Modularität. Und Sie sehen an jedem Beispiel, was ich Ihnen jetzt zeige, dass die Bauteile so zusammengefügt worden sind, dass sie sich wieder auseinanderbauen lassen können. Zum Beispiel hier der Bereich, wo die Stütze an die Unterzüge trifft. Es ist nicht verklebt, es ist miteinander verschraubt. Genauso wie die Decken in den Bürobereichen, die sind aufgelegt. Das heißt, das ist für uns ein wesentlicher Faktor, dass wir sagen, das Gebäude ist zirkulär, wenn es auch leicht wieder abbaubar ist. Und das Gleiche zieht sich natürlich weiter. Hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt von unserem Atriumdach. Auch hier sind die Verbindungen so miteinander gewählt, dass sich die Bauteile eben auseinanderbauen lassen. Das Thema Holz steht hier natürlich im wesentlichen Fokus bei diesem Projekt, weil das Holz für uns einfach ein lebenslanges Material ist. Es lässt sich nach dem Wiederabbau wieder verwerten. Und das ist dann natürlich auch der Grund, warum für uns Madasta eine wichtige Plattform war, weil wir sagen, wir möchten dieses Holz auf der Plattform speichern und auch den zukünftigen Generationen wieder zugänglich machen. Wir wollen, dass eben die Unterzüge von unserem Atriumdach später in einem anderen Projekt sich wiederfinden lassen. Und hier möchte ich Ihnen ein paar Bilder zeigen aus dem großen Atrium aus unserem Gebäude. Sie sehen die sogenannten Trees, zu der Architektur wird Herr Czoban gleich noch etwas sagen, die hier auch wiederum aus Holz gefertigt worden sind und aus großen Teilen CNC gefräst worden sind, die sich dann wiederum auseinanderbauen lassen. Hier sehen Sie einen Blick auf unsere Sky Lounge. Das ist ein Bereich, wo eben die Säule des Treffens stattfindet. Das hier wird später ein Bereich sein, wo sich die Mitarbeiter eben wie in einer Lounge zum Kaffee wieder treffen, aber auch informelles Arbeiten soll hier möglich gemacht werden. Und das ist dann die letzte Verbindung von den Bäumen. Die Bäume sind eben ein Weg durch das Atrium
und man landet auf der Sky Lounge. Und hier dieser Bereich ist der Außenbereich von der Sky Lounge und da sehen Sie, dass die Träger, die Holzträger einmal auch außen gezeigt werden. Auch das Thema Holz wollten wir natürlich nach außen bringen und zeigen, es ist nicht nur ein gewöhnliches Gebäude, es ist ein Holzgebäude. Genau, hier würde ich meinen Abschluss bilden und Herrn Schobern das Wort zur Architektur überlassen, denn das ist ja der wesentliche Faktor hier. Sehr gerne. Dann vielen Dank erstmal. Ein kleiner Applaus. Ich habe ein paar Fragen zu den Projekten, das machen wir dann gleich zusammen mit Herrn Schobern, wunderbar. Dann darf ich Sergej Schobern nach vorne bitten. Sergej Schobern, naja, muss ich vielleicht gar nicht groß vorstellen, Schobern Voss Architekten mit Standorten in Hamburg, Berlin und in Dresden. Aber ganz spannend ist, dass es nicht nur das Architekturbüro schon seit längerer Zeit gibt mit tollen Projekten, sondern Sergej Schobern hat 2009 auch die Schobern Foundation, und zwar das Museum für Architekturzeichnung, gegründet, mit halt auch einem entsprechenden Gebäude hier in Berlin. Ein sehr schönes ehrenamtliches Engagement. Aber jetzt wollen wir noch mal auf The Edge zu sprechen kommen. Bitte schön. Einfach an den Mund halten und sprechen. Geht an. Ja. Na doch, ist an. Es ist an. An der? Okay, alles klar. Gut, ja, also vielen Dank für die Erwähnung des Museums für Architekturzeichnung. Also wir haben am 3. Juni wieder eine schöne Eröffnung. Es geht um Anime, Akira Anime Ausstellung aus Japan, also fantastische Zeichnungen, und ich lade Sie alle herzlich ein, auch zur Eröffnung, aber auch dann, wenn Sie keine Zeit haben, später zu kommen und die Ausstellung sich anzuschauen. Die ist wirklich wunderbar, ich freue mich total. Was die Präsentation betrifft, die ist noch nicht an, ja? Also Sie müssen das umschalten wahrscheinlich, aber ich würde zwei, drei Worte sagen. Also erstens, also vielen Dank an Edge, an Frau Vitusiewicz, natürlich an den Erfinder von Edge, Kun van Ostrom. Und das war tatsächlich in gewisser Weise von Beginn an ein Forschungsprojekt. Das heißt, wir haben angefangen, ein Projekt zu machen, in dem wir nicht nur Holz als verhältnismäßig neues Material für Deutschland, sondern wirklich alle, was der Kollege auch am Anfang gesagt hat, alle Materialien, die dort verwendet worden sind, angefangen haben, danach zu urteilen, welchen Beitrag liefert dieses Material zur Gesamtidee. Klimagerechtes Bauen, ja, aber vor allem energiebewusstes Bauen. Und für mich persönlich, wie für das ganze Team, war von Anfang an, dass energiebewusstes Bauen ist eben weniger Energie aufwenden, indem man kein schwereres, sondern eher ein leichteres Gebäude baut. Und in dem Moment war ja die Entscheidung für Holzhybrid in erster Linie eine Entscheidung, ein leichteres Gebäude zu entwickeln. Ein leichteres Gebäude, wo man auch weniger Beton verwendet, aber auch Beton verwendet, weil an manchen Stellen Beton ist leichter als Holz. Das heißt, nicht überall, nicht um jeden Preis Holz machen, also Holz wächst auch nicht so schnell nach, sondern man dosiert jedes Material und verwendet das Material dort, wo es am sinnvollsten ist. Also das Gebäude befindet sich am Südkreuz, das ist eine komplett neue Entwicklung, die noch vor relativ kurzer Zeit nicht so ansprechend aussah, und im Moment entwickelt sich sehr stark. Es entsteht ein neuer Stadtteil mit sehr vielen unterschiedlichen Bauten, auch bei uns da in der Nachbarschaft entsteht Wohnungsbau und weitere Bürohäuser. Vor unseren beiden Häusern ist ein großer Stadtplatz, was neu errichtet wurde, ein öffentlicher Stadtplatz. Und der ist natürlich zu Südkreuzbahnhof orientiert, was sehr praktisch ist. Und deswegen, als man das Gebäude entwickelt hat, nach dem fertigen B-Plan, das war eine ganz klare Vorgabe von dem Amt von der Stadtplanung Schöneberg, was da gebaut werden soll. Aber man muss auch sagen, dass natürlich auch die Höhe der Bauten ist für einen Holzhybridbau optimal, weil natürlich mit dem Wachstum der Höhe ist die Sinnfälligkeit der Benutzung von Holzhybridkonstruktionen, also aus meiner Sicht, lässt schon nach. Also man kann natürlich ein Hochhaus aus Holz bauen, aber man
würde wissen, wenn man mit dem Holzhybrid gearbeitet hat, dass da irgendwo schon die Grenze besteht, wo es sinnvoll ist. Also wo man einfach Holz verwendet, um das Holz zu verwenden. Und bei so einem siebengeschossigen Bau, ich finde, ist das Verhältnis zwischen Freundlichkeit im Umgang mit Holz und eigentlich Sinnfälligkeit des Umganges mit so einem Material ist dieses Verhältnis am optimalsten. Es sind zwei Häuser und wir haben uns gedacht, dass die Häuser eigentlich schon prädestiniert sind dafür, dass man den Großnutzer gewinnt. Wir haben uns sehr gefreut, dass Vattenfall sich relativ schnell nach unserem Bemühen, ein grünes Gebäude, ein ökologisches Gebäude zu schaffen, dass Vattenfall sich dafür interessiert hat. Man muss sich vorstellen, dass die Konkurrenz sehr groß war in der Stadt. Aber wir haben eine Menge von Argumenten aufgebracht, die dann dazu geführt haben, dass man auch sehr hoch zertifiziert war, schon zur Planungsphase mit DGNB Platin und mit Velcor Gold, was das erste Zertifikat ist von dieser Bewertung, was schon wichtig war auch für den Nutzer. Wie ich schon gesagt habe, also der Platz ist noch nicht fertig, aber das wird ein großer Stadtplatz sein vor den beiden Häusern. Die Häuser sind fertig in dem Zustand, aber der Platz noch gerade nicht ganz. Und die Idee war, von außen nach innen in das Gebäude die Besucher reinlaufen zu lassen und der Kern des Gebäudes, des großen Gebäudes, sollte auch der Mittelpunkt sein, der sag mal, das Herz des Gesamtkomplexes darstellt und dort auch wird die gute Atmosphäre der Zusammenarbeit wird verkörpert. Weil das, was Frau Vitusiewicz gesagt hat, ist vollkommen richtig, insbesondere heute, damals wussten wir das noch nicht, als wir begonnen haben, dass so eine anspruchsvolle Zeit auf uns zukommt mit Corona, mit Homeoffice. Wir sitzen ja hier in einer ganz kleinen Runde, wir hoffen, dass andere uns jetzt online verfolgen und das ist auch die Zeit, wo die Menschen nicht immer gerne ins Büro kommen und man muss eine besondere Atmosphäre im Büro schaffen, die dazu führt, dass die Leute in diesem Büro, in diesen Räumen sehr gerne arbeiten. Und da trägt natürlich Holz sehr stark dazu bei und diese mittlere Zone, die die ganzen Geschosse des Gebäudes verbindet und untereinander vernetzt, bis hin zu der Loggia, von der Frau Vitusiewicz schon erzählt hat, und aber auch über alle Ebenen, weil man auf jede Ebene eine Verbindung zu den eigentlichen Schächten hat. Also man kommt rein und dann in der Tat also entsteht eine Möglichkeit der Verbindung. Und an diese Verbindung habe ich sehr lange gearbeitet, indem ich mehrere Skizzen gemacht habe, was für eine Verbindung da sein könnte. Es sind also unterschiedliche Elemente und letztendlich sind wir bei diesem Element stecken geblieben und haben gemeinsam entschieden, dass dieses mittlere Herz des Gesamtkomplexes auch so sein darf und es ist eigentlich auch so dann ausgeführt worden. Das ist aus Holz, aus dem massiven Holz verkleidet, aber auch hier zum Beispiel, also war ganz wichtig für uns, dass wir nicht alles aus Holz gemacht haben, sondern zum Beispiel die Metalltreppen sind aus Metallelementen gemacht, weil wenn wir das Holz bei den Wangen verwendet hätten, dann hätten wir die doppelte Höhe machen müssen und noch dazu die Unterspannung. Und das ist genau das, was ich nicht so schön fände, weil man dann die Menge des Holzes einfach überspannt, überstrapaziert und einfach unnötigerweise zu viel Holz verbaut. Und Holz sind Bäume und Bäume brauchen wir auch woanders, nicht nur in Gebäuden. Deswegen haben wir bewusst dort Holz benutzt, wo das zur Atmosphäre beiträgt, wo es zur Nachhaltigkeit und zum gesunden Verhältnis zwischen unterschiedlichen Materialien für unterschiedliche Eigenschaften des Gebäudes beiträgt, aber nicht überall und nicht um jeden Preis. Deswegen auch die tragende Konstruktion dieser Bäume ist Metall und ist es mit Holz verkleidet, weil dann trägt das Holz zur inneren Atmosphäre sehr stark bei. Genauso wie zum Beispiel das Dach ist auch ein Hybriddach aus Holz- und Metallkonstruktion, das hat Frau Vitusiewicz ja in Fotos gezeigt, dass die Stärke der Metall,
Elemente und vor allem der Holzelemente nicht großes. Also die Holzbinde sind spektakulär schmal und das ist auch wichtig, dass man durch die Verbindung Holz und Metall ein optimales Verhältnis schafft für ein insgesamt sehr leichtes Dach. Also das Dach ist nur 45 Kilo pro Quadratmeter leicht und deswegen arbeitet es sogar gegen Wind. Und diese Raumtragwerkkonstruktion, also die arbeitet gegen Windaufschub und dadurch entsteht ein gesundes Verhältnis, optimales Verhältnis zwischen dem dünnen Holzträger und den gleichmäßig starken Metallelementen, Metallstäben. Und man könnte zum Beispiel mehr Holz dort verwenden, also zum Beispiel doppelte Stärke vom Holz, aber und dann mit dem dünneren Metall unterspannen, aber das würde insgesamt zu einem viel höheren Verbrauch von Holz führen. Also das waren, sagen wir mal, die Überlegungen, die uns immer wieder geführt haben, welches Material in welche Menge wie aufgewendet haben. Dann, wie gesagt, also diese mittlere Konstruktion, die führt ja dazu, dass man auf jede Etage an die Kerne anbindet und dadurch entsteht die Möglichkeit einer kompletten Vernetzung innerhalb des Gebäudes und die einzelnen Plattformen, die dienen dafür, dass man auf diesen Plattformen Kaffee trinken kann und wird Möbel aufgestellt, man kann kurze Besprechungen abhalten, man kann aber auf jede einzelne Etage dann wieder zurückgehen und letztendlich auf dieser Treppe geht man dann hoch bis hin zur oberen Loge, bis hin zur oberen Terrasse und dort befindet sich tatsächlich die obere Aussichtsplattform, da kann man die Präsentationen abhalten und das ist dann auch, sag mal, der öffentliche Inhalt des Gebäudes mit den privaten, privateren Bereichen, wo die Menschen arbeiten und einzelne Arbeitsplätze sich befinden. Das ist eben der Weg, den man damit macht. Und wenn man im Gebäude ist, ist es, wie Frau Vitusiewicz schon gesagt hat, das ist auch in einzelnen Elementen aufgelöst und da muss natürlich, die Holzkonstruktion muss auch nicht besonders beansprucht werden. Das Gebäude insgesamt ist eben leichter, dadurch ist die Bodenplatte um 30% dünner. Dadurch ist das Gesamtgewicht des Gebäudes deutlich leichter als bei einem herkömmlichen Gebäude und das bezieht sich auf alle Punkte dieses Hauses. Die Deckenlast mit 2,75 kN pro Quadratmeter plus Trennwandzuschlag ist geringer als wir normalerweise kennen mit 3,5 oder 5, aber es lässt alle notwendigen Lasten für so ein Gebäude nachweisen. Die Fassade ist aus Zementplattenrieder geplant. Die sind eben so verkleidet, dass der Dreck nicht anfällt an diese Platten und sie können also langlebig halten. Natürlich das Altern des Gebäudes, insbesondere außen, ist ein wichtiger Faktor, weil wir dadurch das Gebäude länger ohne Reparaturen, ohne Unterhaltung halten können und es gut ansehen können. Aber bei diesen Riederplatten handelt es sich exakt um das Produkt, wovon Werner Sobig in seinem Interview in der Welt sprach oder von so einem ähnlichen Produkt. Er sprach ja davon, dass auch Beton nicht jetzt schlecht besprochen werden darf, weil zum Beispiel dünn gemahlene Zementplatten, die nehmen, also rekarbonatisieren sich selbst, indem CO2 aus der Luft wieder zurückgenommen wird. Und zum Beispiel bei diesen Platten, wenn man von 22 Kilo CO2 pro Herstellung von so einer Quadratmeterplatte redet, dann rekarbonatisiert sich etwa die Hälfte aus der Luft während der Lebzeit. Das heißt, man spricht von wesentlichen Rekarbonisierungswerten dadurch, dass eine dünne Schicht aus dünn gemahlenem Zement wie ein Schwamm gegenüber der anstehenden, also umgehenden Luft arbeitet. Und dann kommt natürlich das Gewicht von so einer Fassadenplatte, die ist nur 30 Kilo pro Quadratmeter schwer, das ist etwa
ein Drittel von dem, zum Beispiel von einer Natursteinplatte, 4 cm Natursteinplatte. Und auf der anderen Seite ist das komplett recycelbar. Also ich hoffe auch nicht, dass die Häuser, die ich entworfen habe, sofort recycelt werden müssen. Also manche vielleicht, aber nicht durchgehend. Aber deswegen ist das so verkleidet mit Metallelementen, auch ich sag mal, guter Stoff, also ökologischer Stoff, dass der Dreck dann nicht direkt anfällt auf diese Platten. Aber auf der anderen Seite hat die Firma Rieder, ist eine sehr gute Firma aus Österreich, dann das, also die Verpflichtung abgegeben, diese Platten auch dann zu recyceln. Und die Recyclingsrate beträgt tatsächlich 29 Kilo von 30. Also ein Kilo ist schwere recycelbare Glasfaserbindemittel und 29 Kilo sind komplett recycelbar und die Firma arbeitet daran, das noch auf höhere Werte zu bringen. Das heißt, das ist eine Platte, die tatsächlich also nicht nur gut atmet, CO2 reinatmet aus der Luft, was positiv ist, sondern auch tatsächlich komplett recycelbar ist. Wenn man nach innen geht, also was man auf diesem Bild sieht, dann ist es tatsächlich so, dass man hier einerseits die Binde hat und die Stützen, die sind in die Fertigteile gebunden. Das heißt, man hat hier also so in etwa ein Fertigteil und so in etwa ein Fertigteil von der Decke und die werden aufeinander gelegt und damit entsteht recht schnell der Rohbau und die Präfabrikation ist sehr hoch und das ist natürlich auch sauberer und natürlich die Umstände auf der Baustelle sind schöner. Das ist jetzt während der Bauzeit, wie sich das montiert hat und wie die Leitungen da reinkommen und dann werden diese Boxen mit der Lüftung, Kühlung, Licht eingebaut. Das Licht reagiert auf die Bewegung der Menschen, das heißt, das Licht, es brennt nicht immer, sondern es geht aus, wenn die Menschen nicht mehr im Raum sind. Und das ist während der Bauzeit und genauso ist das jetzt geblieben, das unbehandelte Holzelemente, die tragen dann auch sehr, sehr stark dazu bei, dass das Klima im Gebäude sehr schön ist. Aus dem mittleren Bereich, der mit einer Betonstütze versehen ist, werden die mittleren Leitungen unterhalb der, der Beton, also Platte, die ist nur 10 cm groß, weil die eine Spannweite von 1,35 hat, werden zwischen Holzträgern verteilt und damit entsteht gute lichte Höhe und trotzdem, wir sehen die Unterzüge. Das ist auch wichtig bei Holz, dass man Holz sieht, dass das Holz auch zum inneren Klima beiträgt. Also für mich ist es schon sehr wichtig, dass das Holz, wenn man das benutzt, tatsächlich sehr stark auch zum inneren Klima beiträgt, natürlich zum Außenerscheinen des Gebäudes, wo das Holz echt ist. Ich bin beispielsweise kein so großer Freund der Benutzung des Holzes an der Außenfassade in unseren Klimaumständen, weil das Holz an der Außenfassade altert sehr schnell und das ist genau der Punkt, wo die Anfangswerte, Werte von CO2 Einatmen des Holzes während der Lebzeit, werden sehr schnell dadurch vernichtet, dass das Holz sehr, sehr schnell und teilweise unschön altert. In den Mengen, die wir hier haben, ist jetzt nicht das tragende Holz, sondern das wäre dann ein verkleidendes Holz. Und deswegen haben wir das Holz nur da gelassen, wo es tatsächlich trägt. Und dort kann man das auch sehen und das ist also echte Schichtbrettbinder, die tatsächlich es tragen und während der Bauzeit hat man deutlich gesehen, wie sie da aufgebracht werden und sogar mit einem Schichtopferholz versehen. Sie sehen da so eine kleine Fuge zwischen dem vorderen Teil dieser Binder und dem eigentlichen Körper und das ist das Opferholz selbst da und da sind schon unsere Regeln, auch die Bauernregeln recht streng, dass man sagt, okay, dieses Holz könnte mal beschädigt werden im Laufe der Zeit vom Regen und so weiter und das könnte ausgetauscht werden. Das heißt also, von wegen, das Holz wird echt altern und dann ist das schön, ist nicht so viel zu reden, weil also viele haben natürlich auch also auf der Nutzerseite Angst, dass das Holz, wenn es draußen zu häufig und in zu großen Mengen verwendet wird, führt dazu, dass das Gebäude unansehnlich ausschaut nach relativ kurzer Zeit. So sieht die Terrasse aus, die hat tatsächlich im Moment schon realisiert, da sind noch die Renderings und das ist die Struktur, wo man tatsächlich das Holz auch dann sichtbar in Erscheinung treten lässt. Und das ist, wie der Bau war von der Loggia innen, auf die man
von diesen Bäumen raufkommt. Und da ist also mit dieser Kärter-Unterkonstruktion, also Postenriegel-Holzkonstruktion, auch ein anderes Schichtholzsystem, wie das gebaut wurde und wie das von innen und dann von außen konstruiert wurden. Also Frau Vedusevic hat vom Atriumsystem schon gesagt, von dem Dach, und tatsächlich das Dach, habe ich schon gesagt, wiegt 45 Kilo pro Quadratmeter nur, ist dabei akustisch sehr wirksam, weil das kein Glas ist, das ist eine dreischichtige Folie, die sich im Brandfall komplett auflöst, was wir wünschen uns alle nicht den Brandfall, aber das ist nicht uninteressant, wie sich so ein Material im Brandfall bewegt. Und dann ist es natürlich auch für den Sonnenschutz sehr wichtig, weil eine Verdichtung oder Reduzierung des Sonnenschutzes durch die Luftbewegung hier möglich. Aber vor allem, wenn Sie im Moment ins Atrium kommen, das ist also die schlimmste Phase, der ganze Bau steht leer, noch keine Möbel, noch keine akustisch wirksamen Möblierungselemente, akustische Werte im Atrium sind sehr, sehr gut. Das ist nicht nur den Bäumen mit so geschichteten Holzverkleidung, auch nicht nur dem Erdgeschoss mit akustischen Platten, sondern auch vor allem dem Dach zu verdanken, was durch weichere Oberfläche deutlich besseres akustisches Verhalten schafft, aber auch viel weniger Unterhaltung wegen der Verdreckung braucht. Und so sieht das, so sah das während der Montage aus, dass diese Bahnen aus ETFE-Folien, die brauchen sehr wenig Unterspannung, sehr wenig Unterkonstruktion, und dadurch bekommt das ganze Dach eigentlich ein Gewicht, was normalerweise eine zweifache Isolierverglasung alleine hätte. Das ist schon ein spektakulär niedriger Wert mit 45 Kilo pro Quadratmeter, das Gesamtdach. Das ist während des Baus die Situation, wie man aus der Loge in Richtung Holzdach gesehen hat. Und wie gesagt, die Eigenschaften bei Service, bei Reinigung sind so, dass man deutlich weniger reinigen muss, aufgrund der Bedruckung, aufgrund der geringeren Spannung als beim Glas, lässt sich der Dreck besser selbst reinigen und braucht weniger Reinigungsaufwand. So, das ist eigentlich so ein Planungshintergrund, also die Fotos vor Ort haben Sie ja gesehen, Frau Vedusevic hat es gezeigt, und deswegen wollte ich nicht jetzt das duplizieren. Aber im Endeffekt bin ich der Meinung, dass hier ein gutes Gleichgewicht geschaffen wurde, und das war eigentlich das Forschungsziel, und ich hoffe, es ist ein würdiges Forschungsergebnis geworden von uns mit den Bauern zusammen. Das ist ein ethisches Problem, weniger Energie, weniger Material, wenn das Material dann zirkulär und trennbar umsetzbar und ästhetisches Ergebnis, also zusammengekommen sind und ein leichterer, aber trotzdem interessanter Bau geworden ist. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank, das war jetzt sehr, sehr spannend. Meine erste Frage, und das Publikum darf natürlich auch Fragen stellen, also geben Sie mir bitte ein Zeichen. Meine erste Frage ist, die bisherigen Gebäude sind sehr stark mit Verbundstoffen, sind verklebt, schwer auseinandernehmbar. Wie verändert sich der Planungsprozess, wenn man unter anderem das Ziel hat, dass dieses Gebäude sortenrein rückbaubar ist? Also wie gesagt, dieses Projekt war in großen Mengen ein Forschungsprojekt für uns alle. Und Frau Vedusevic wird das sicherlich bestätigen, indem jedes Ziel, jede neue Aufgabe, zum Beispiel, es gibt Holzstützen. Und an diese Holzstützen muss möglichst leichtes Material angehängt werden, muss aber nicht eben verklebt werden, wie wir häufig leider von diesen ganzen Verbundstoffen wie WDVS kennen, wo Dämmung, wo Putz, wo massiver Stoff ist alles in eine Mischung gelandet und dann eigentlich unnutzbar und nur so gesamt nicht recycelbar oder auch nicht auseinandernehmbar. Hier ist jedes Element neu konzipiert worden und natürlich dann neu untersucht worden auf Schwingung, auf Wärmebrücken, auf Schallbrücken, und das ist auch natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und das war ja auch mit den Herstellern alles abzustimmen, das ist ganz wichtig, dass man die Hersteller erst finden musste, die dieses Prinzip mitgetragen haben und die Prototypen geliefert haben, weil zum Beispiel diese Holzbetondecke, also Holzhybriddecke, da steckt auch viel Sinn. Also ich meine,
natürlich einer also würde fragen, warum nicht alles aus Holz machen? Ja, aber wo ist denn der Schallschutz? Und dann würde man die doppelte Menge von Holz für diese Zwischenelemente verbauen, dann würde weniger Platz bleiben für die Boxe. Das heißt, das ist so eine Folgerichtigkeit oder Unrichtigkeit des Einbaus der einzelnen Elemente, die wie in einem Patchwork aufeinander sozusagen geschaltet oder aufeinander abgestimmt werden. Und das ist das an der Planung natürlich unglaublich herausfordernd, dass du als ein Teilnehmer des Planungsteams, da ist der Architekt zwar irgendwo leitend und irgendwo koordinierend, aber gar nicht so jetzt extrem, wichtig schon, aber extrem alleine, sondern durch die Fachkollegen immer unterstützt und man muss nur die richtigen Fragen stellen und immer alternativ untersuchen, warum ich immer wieder gesagt habe, wir haben so untersucht und dann sind zum schlechteren Ergebnis gekommen. Wir haben da ein bisschen Holz mehr probiert, das ist wie wahrscheinlich, ich mag nicht kochen, aber ich stelle mir das vor, so, wenn man kocht, dann probiert man unterschiedliche Ingredienten aus und da ist es zu viel und da ist es zu wenig. Und so probiert man aus und da kommt man zu einem Endergebnis, wo gewisserweise Ausgewogenheit erreicht wird. Mhm. Das ist eigentlich die Hauptherausforderung. Mhm. Verstanden. Die Frage, wo kommt die Motivation her? Sie haben 4 Ziele Ihres Unternehmens vorgestellt. Nachhaltigkeit war das eine, sozusagen glücklichere oder produktivere Arbeitskräfte war das andere. Wo kommt die Motivation her? Ist es wirklich die Nachfrage, dass also sozusagen die Mieterinnen und Mieter andere Bürogebäude brauchen, weil sie ihre Mitarbeiter anders motivieren wollen? Oder ist es vielleicht die EU-Taxonomie, dass die Finanzierungsströme anders sind und dass man gegenüber dem Finanzierer deutlich mehr Nachhaltigkeitskriterien nachweisen muss? Also zum einen würde ich sagen, wenn Sie unser Unternehmensprofil anschauen, wir sind ja kein Unternehmen, was ein Produkt wiederholt. Also wir haben jetzt nicht irgendwie wir sagen nicht, wir spezialisieren uns nur auf Holz und haben jetzt diesen Holzhybrid entwickelt und ab jetzt werden alle unsere zukünftigen Projekte aus Holz gebaut. Das ist nicht der Fall, sondern wir sind als Unternehmen so aufgestellt, dass wir das Thema Nachhaltigkeit im Fokus haben. Und da muss man eben an verschiedenen Sparten greifen. Und wir sind in diesem Bereich auch sehr offen und experimentierfreudig. Also wir sagen, jedes Projekt hat bei uns eine wichtige Komponente, eine Nachhaltigkeitskomponente und jedes Projekt ist auch ortsbezogen. Das heißt, man muss immer wieder bei jedem Projekt neu bewerten, was kann in dem Fall die Nachhaltigkeit sein. Und daraus bilden wir ein starkes Team, was sich eben mit diesem Nachhaltigkeitsthema auseinandersetzt und das Gebäude dementsprechend entwickelt. Mhm. Und unsere Motivation ist dementsprechend auch immer zukunftsgerichtet sein, reaktiv und weiterentwickeln. Also wir wollen auf gar keinen Fall an einem Punkt stehen bleiben und sagen, wir produzieren ein Gebäude und vervielfachen es. Ist denn die Nachfrage aber trotzdem da? Auf jeden Fall. Also wir erleben bei diesem Bauvorhaben eine extrem große Nachfrage und auch ein sehr gutes Feedback aus allen Richtungen. Also das betrifft nicht nur den Nutzer selbst, der natürlich die Qualität nah zu spüren bekommt durch das Thema Holz. Also es ist natürlich vielfach auch schon besprochen worden, wie positiv Holz sich auf den Nutzer selbst auswirkt, gerade durch die guten Leitfähigkeitseigenschaften. Man riecht das Holz im Gebäude. Wir erleben aber auch sehr gutes Feedback seitens Banken, weil sie sagen, sie haben hier ein Produkt, was langlebig ist. Das ist, und das sehen wir in erster Linie, es ist, das Holz lässt sich eben wiederverwerten und sie haben hier etwas was erschaffen, was wir auch durchaus mittragen und mitfinanzieren möchten. Sie dürfen Fragen stellen, wenn Sie wollen. Und ich habe noch eine Frage an Herrn Schobern und dann möchte ich gerne den Patrick Bergmann noch mal nach vorne holen. Ich möchte nämlich gerne wissen, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Madaster? Läufst du jeden Tag über die Baustelle oder durchs Planungsbüro? Also schon mal vorbereiten. Kannst auch gleich nach vorne kommen. Die Frage, die ich jetzt stelle, ist, wenn wir sagen, wir wollen ein Projekt machen, das deutlich weniger natürlich Betriebsenergie braucht, aber halt auch in der Erstellung deutlich weniger CO2 braucht, dann haben wir ja quasi einen Zielkonflikt. Die letzten 20, 30 Jahre haben wir in unseren Gebäuden extrem viel technische Gebäudeausstattung verbaut, um eine andere Betriebsenergie zu generieren. Das ist ja mit so einem Konzept gar nicht mehr konform. Spielt hier sozusagen die Reduktion der TGA auch eine wesentliche Rolle? Es ist sehr vielfältig, diese Frage. Natürlich, also generell, wenn man weit ausholt, unser Hauptproblem ist unser Komfortdenken. Also wir sind viel zu komfortabel geworden und wir fühlen uns nicht mehr in der Lage, in einem viel zu warmen Zimmer zu sitzen oder viel zu kalten Zimmer zu sitzen, je nach Tages- und Jahreszeit. Das ist das große Problem. Da müssen wir in der Zukunft umdenken, weil
ich würde kein Geheimnis aussprechen, dass wenn man in das heutige Bürogebäude reinkommt, denkt man, dass es man auf einer Raumstation befindet. Also so viel Haustechnik, so viel komplizierte Zusammenhänge. Ich meine, diese ganze Beamplanung ist ja dadurch gekommen, dass man erstmal die Unterhaltung des Gebäudes und natürlich bessere Kalkulationen, aber vor allem natürlich die Koordination immer schwieriger werdende Haustechnik. Mit der Konstruktion, mit allem anderen. Das heißt, da müssen wir noch umdenken und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass dieses Gebäude gleich dann der Vorreiter ist, dieses Umdenkens. Das nicht. Aber im Wesentlichen ist das Gebäude ein Vorreiter für die Reduzierung der Hardware-Gewichtes, das heißt die Baukonstruktion. Das ist das Wesentliche. Und da ist das Umdenken stattgefunden in den Traglasten. Also ich weiß genau aus meinen vorigen Projekten und immer noch jetzt, wenn du zu einem Bauern kommst und sagst, na, haben Sie 5 Kilometer vorgesehen, haben Sie eine Tonne vorgesehen für das Erdgeschoss, wofür, weiß keiner, aber das wird erstmal gemacht. Das ist aber kein Kunstmodell der zeitgenössischen Kunst, da braucht man so viel nicht. Selbst dort braucht das nicht. Also bei Traglasten, das ist der erste große Punkt. Der zweite große Punkt tatsächlich die Holzkonstruktion, die in sich leichter ist, aber die bringt mit sich alle Materialien, die auch leichter sein müssen, weil sie auch weniger trägt. Dadurch entsteht ein leichteres Gerüst und es ist tatsächlich so, dass wir sehr lange Zeit teure Fassaden gebaut haben. Zum Beispiel, wir bauen eine sehr teure doppelte Glasfassade. Und dann erzählen wir sehr lange, wie diese doppelte Glasfassade uns die Energie spart. Aber die spart uns in dem Moment wenig Energie, dass wir so viel Energie schon rausgegeben haben, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wie wir so viel Energie dann im Laufe der Zeit einsparen. So viel lebt das heutige Gebäude leider nicht mehr. Und deswegen, ich finde das primäre Ziel, weniger Energie zu verbauen. Also dieses Gebäude hat tatsächlich um etwa, es sind ja natürlich so ungefähre Werte, um 80% weniger CO2-Ausstoß erzeugt zur Bauzeit als ein, in Anführungsstrichen, normales Gebäude. Sie fragen mich nicht bitte, was normales Gebäude ist, aber im Wesentlichen ist es also deutlich weniger CO2-Ausstoß. Also wenn wir das Ziel haben, anstelle von 9 Tonnen im Jahr, jeder Mensch also eine Tonne, dann ist es fast das, was wir eigentlich brauchen, in diesem Gebäude aufgewendet. In dem Moment, also was das Bauliche betrifft, ist dieses Gebäude, hat dieses Gebäude aus meiner Sicht einige Fragen beantwortet. Was die Haustechnik betrifft, würde ich sehen im Sinne der Vereinzelung, also wie man die Haustechnik verteilt, wie man die in die einzelnen, sagen wir mal, diese Boxe einfädelt und wie man die unterbringt, wie die Technik auf den Menschen reagiert und nicht immer brennt oder nicht immer funktioniert, wo es nicht mehr gebraucht wird. Das ist auch sehr gut. Wo man noch weiter nachhaltiger sein müsste, ist natürlich die Magistralen der Haustechnik, die erzeugen sehr viel Unterbau. Und da ist zum Beispiel das Unterzugsholz nicht mehr so interessant, weil Unterzug bringt sehr viel, also verbauten Raum und unter diesem verbauten Raum musst du noch Haustechnik machen, also da verlierst du Fläche. Also würde ich heute zum Beispiel also leicht anders sehen. Und was ich noch sagen würde, wir müssen natürlich an unseren Anforderungen schrauben, also wir müssen einfach weniger anspruchsvoll werden, dann wird auch die Haustechnik wieder abbauen, weil diese ganzen Bielefeld-Urteile, dass wir, also egal ob 40 Grad oder 50 Grad draußen sind, müssen wir immer noch 28 haben. Das sind so Sachen, die dazu führen, dass wir natürlich so Raumschiffe planen. Verstanden. Trotzdem der Versuch der kreativen Reduktion. Jetzt kommen wir mal zu Madasta. Kreative Reduktion. Welche Rolle spielt da Madasta? Ist das wie DGNB ein projektbegleitendes Tool, um die Planung zu begleiten, um die richtigen Fragen an der richtigen Stelle zu stellen? Oder wie funktioniert das? Sowohl als auch. Also die Idee ist auf jeden Fall, oder am liebsten ist uns natürlich mit BIM zu planen. Das ist schon die erste Herausforderung, sage ich mal. Also digital das abzubilden, was dann dort gebaut wird, weil das können wir recht einfach auf die Plattform übernehmen. Das heißt, wenn gut in BIM geplant wird, können wir recht einfach die ersten Schlüsse in der Planung ziehen, was CO2 angeht. Also wir haben einen CO2-Rechner mit integriert, also man kann dann aus dem BIM sozusagen das ablesen. Oder auch die Zirkularitätswerte, also wie viel Material kann ich am Ende wieder einsetzen und was existiert an Abfall oder oder was muss ich downcyclen. Das heißt, das ist der erste Schritt, deshalb gerne früh in der, weiß ich, Leistungsphase 2, 3, das erste Mal uns absprechen, das hilft auf jeden Fall. Dann sind wir aber nicht die eigentlichen Berater und Planer. Also
Herr Joban muss dann schon selber überlegen, ob er dieses oder jenes Holz nimmt, ob er den Unterzug so oder so ausfertigt. Also das ist dann nicht unser Job, aber er kann das Tool oder die Plattform nutzen, um zu visualisieren, um dann vielleicht auch Frau Wisotewicz zu zeigen, hier, schauen Sie mal, wenn wir das einsetzen, haben wir 30% Recyclingquote, wenn wir das einsetzen, können wir 80% erreichen oder wenn wir dieses Produkt haben, können wir sogar noch wiederverwenden. Also ich glaube, diese Visualisierung ist enorm wichtig in so einem Planungsprozess. Und dann, optimalerweise gibt es das S-Bild, also wirklich, was wurde dann eingebaut? Da haben wir auch oft noch einen Bruch, also vom Design in die Ausführung. Und das wird dann endgültig hinterlegt und dann für alle weiteren Nutzer und Eigentümer greifbar gemacht. Möchten Sie ergänzen? Ich wollte eigentlich zu der Haustechnik etwas ergänzen. Gerne, sehr gerne, bitte. Aber da, also was ich ergänzen wollte, ist, ich würde bei Herrn Joban auch anknüpfen, nämlich bei unseren Ansprüchen. Denn wir haben nach wie vor die Energieeinsparverordnung, die natürlich sagt, das Gebäude muss, obwohl wir jedes Fenster in diesem Bauvorhaben öffnen können, funktionieren mit geschlossenem Fenster und eigentlich als vollklimatisiertes Gebäude. Und da ist eben das Grundproblem. Also wir haben versucht, bei diesem Gebäude Haustechnik zu reduzieren. Wir haben das auch aktiv untersucht. Aber da hat uns eben die Energieeinsparverordnung eine gewisse Vorgabe geliefert. Und wie wir hier reagieren konnten, war eben mit der Intelligenz. Dass wir sagen, wir haben Sensoren verbaut. In jedem Feld steckt ein ganz kleiner Sensor in der Leuchte, der Präsenz misst. Und das heißt, in dem Fall ist die Einsparung lediglich dadurch gegeben, dass der Nutzer da ist oder eben nicht. Das heißt, wir können Ressourcen sparen, aber die Haustechnik an sich, die kommt eigentlich von den Vorschriften. Und deswegen knüpfe ich da absolut bei Herrn Joban an, zu sagen, unser Anspruch muss da sich deutlich verändern, damit wir auch den Raum haben, die Haustechnik reduzieren zu können. Ich glaube, da haben wir absoluten Konsens. Einerseits das Verhalten der Menschen. Was ertrage ich als Mensch noch als Komfort oder was nicht? Was nehme ich hin? Und das andere ist natürlich unsere Ordnungspolitik, also die Energieeinsparverordnung bzw. das heutige Gebäudeenergiegesetz, Energieeffizienzgesetz. Da ist eine weitere Verschärfung höchstwahrscheinlich nicht zielführend. Es ist eher die Frage, wie kommen wir von der Perspektive nur Betriebsenergie hin zu einer kompletten Lebenszyklusperspektive? Da ist der Bau mit dabei. Und jetzt hören Sie beide mal nicht hin. Was passiert denn jetzt eigentlich, ich sage mal was ganz Abstruses, der Berliner Senat beschließt, die Autobahn 100 zu verlängern, dann steht das Gebäude im Weg, das muss jetzt weg. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn wir zum Rückbautag kommen? Das Gebäude soll rückgebaut werden. Früher hieß Rückbau abreißen, heute heißt Rückbau dann tatsächlich, wir nehmen es auseinander. Wie funktioniert das? Genau, also ich denke, wir müssen den Rückbau dann wie den Aufbau als Prozess verstehen, wo Stück für Stück gewisse Dinge entnommen werden. Und deshalb ist zum Beispiel schon auch wichtig zu wissen, wie wird ein Fenster eingebaut? Ist irgendwas davor überlappend? Also muss ich erst was entnehmen oder was erst ausbauen, bevor ich dann das nächste Teil entnehmen kann? Sonst reiße ich es eben aus der Wand raus und mache Dinge kaputt, was ich da nicht möchte. Diese Rückbauplanung ist so im Detail noch nicht erfolgt, richtig? Also diese Rückbauplanung ist, wenn Sie wollen, implementiert darin, dass wir tatsächlich in Bauteilen auch schon die Planung gedacht haben. Okay. Das ist das Wesentliche dabei. Also ich sag mal, wir wollen das Gebäude nicht abbauen, wenn A101 kommt, wir wollen es versetzen. Mhm. Wir können alle Bauteile versetzen und neue da einbauen, wo der Platz dafür gibt. Also diese Möglichkeit ist es schon auch. Alles klar. Jetzt habe ich dich natürlich unterbrochen, bitte. Kein Problem. Also genau, auf Bauteilebene ist es auch dort schon mitgedacht. Und das Schöne ist, dass jetzt theoretisch dann, sagen wir, es ist immer noch im Besitz von Edge, die Möglichkeit hätte, per Knopfdruck zu sagen, ich möchte den Teil der Elemente an die Hersteller zurückgeben, die schon so weit sind wie das österreichische Unternehmen. Das heißt, automatisch wird der Hersteller dann informiert, in Berlin am Südkreuz 300 Fenster oder 500 Fassadenelemente oder was auch immer werden frei, vermutlich auch erst dann im nächsten Jahr oder man hat ja ein bisschen Planungszeitraum. Oder Edge entscheidet sich, wir bauen aber 3 Kilometer weiter nochmal was. Dann können Sie sagen, und die Elemente behalte ich, weil die bekomme ich zurzeit sowieso nicht am Markt. Gut, dass ich mir das schon im Vorhinein gesichert habe. Oder das Dritte wäre wirklich dann Dritten das zu geben. Und dort etablieren sich ja zurzeit Bauteilbörsen, aber auch Rohstoffmärkte, wo dann gehandelt wird. Also ein Lehmziegel oder eben nur das Material Lehm und es wird dann eben was Neues draus gebaut. Kann man auch per Knopfdruck dann eben sagen, Erdgeschoss möchte ich eigentlich jetzt auf einen Marktplatz geben. Mhm. Auch das kann man das da sozusagen, das Gebäude in Teile schneiden oder eben
IFC-Gruppen, also es wäre dann Fassade oder Fenster oder was auch immer, ganz gezielt dann auf so einen Marktplatz stellen und dann gewinnen wir eben Zeit. Weil das ist, glaube ich, heute noch das Problem, dass wir zwischen Rückbau und Einbau brauchen wir ja einen Planungszeitraum und den können wir ein bisschen vergrößern. Und es muss auch passen. Ne? Da, wo was rückgebaut wird, muss auch nah in der Nähe ein Ort gefunden werden, wo man es wieder einbauen kann. Ein praktisches Beispiel, das gibt es noch nicht. Dafür ist die Idee zu jung, richtig? In Deutschland nicht. In Niederlanden haben wir das schon gemacht. Oft auch, weil wir im Bestand schon die Aufnahme gemacht haben. Thomas Rau, den du auch kennst, der dann in seinem Projekt gesagt hat, bevor er jetzt was dran ändert, schaut er sich an, was ist drin, hat das auf Madaster dokumentiert und dann sozusagen ist er in den Umbau und den Neubau gegangen und dort haben sie das schon angewendet. Also aus dem Gebäude Elemente rausgenommen und dann zum Teil in dem gleichen Gebäude wieder verwendet. Aha, okay, verstanden. Jetzt mal eine Frage zum Thema, dass wir ja mittlerweile schon Gebäude analysieren und Bauelemente, die wiederverwendbar sind, halt auch aufnehmen. Concular ist zum Beispiel so eine Plattform. Wie sehr ist es für Sie schon praktisch relevant, heute ein Gebäude zu bauen, das nicht nur aus neuen Elementen besteht, sondern ganz bewusst auch gebrauchte Elemente verwendet? Die Frage stelle ich Ihnen gleich auch aus Bauherrinnensicht. Ja, das ist sicher relevant. Wir haben jetzt eine präfabrizierte Ziegelfassade, wo die wiederverwendete Ziegel bzw. Ziegelplatten also mit integriert werden. Also ein aktuelles Beispiel in der Berner Straße. Im Endeffekt ist es der Beginn vom gesamten Systemumdenken. Also ich finde schon, also es gibt irgendwelche herausragende Bauten, also die werden dann, was weiß ich, für Ewigkeit gebaut. Und da könnte man schon sagen, das wird hier und immer und überhaupt. Aber im Wesentlichen, ich denke schon, dass über 90% der gesamten Baumasse wird über die Präfabrizierung und Wiederverwendung in der nicht so weiten Zukunft funktionieren. Ich bin schon der Meinung, weil bei so einer riesen Baumasse, die heute produziert wird, wir bauen ja sehr, sehr viel, wir bauen sehr, sehr viel Masse, das kann natürlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nach wie vor auf so eine monolithische und vor allem Custom-Place-Bauweise, wo du immer vor Ort, bei jedem Wetter, mit allen Problemen, die dabei entstehen. Natürlich die Präfabrikation und die Wiederverwendung werden immer größere Rolle spielen, da bin ich absolut sicher. Mhm. Sehen Sie das auch so? Ist das eine Strategie für eine Bauherrin in Zukunft zu sagen, ich möchte deutlich mehr gebrauchte Elemente verwenden, A, weil die Nutzer des Gebäudes das für gut befinden und B, weil ich damit vielleicht sogar auch Kosten sparen kann? Zum Teil passiert es natürlich beim Bauen im Bestand. Nur ist es, der Unterschied liegt darin, während man bei einem Bestandsgebäude erst gar nicht fragt, ob die Fensterrahmen oder der Balken noch trägt. Er tut es einfach, weil es sich bewiesen hat, ist bei einem Element, was zusätzlich geliefert wird, immer das Prüfzeugnis wichtig. Und das ist eben der Punkt, wo wir anknüpfen müssen und wo wir noch wirklich auch gucken müssen, dass wir die entsprechenden Prüfzeugnisse für ein Bauteil, was etwas irgendwo rausgenommen wird und geliefert wird, eben auch erhalten. Mhm. Weil ohne Prüfzeugnis haben wir natürlich immer wieder ein DGNB-Thema, ein UL-Thema. Und das ist, würde ich mal sagen, für uns einfach immer so eine Komponente, wo wir sagen, da müssen wir anknüpfen und eben ausweiten. Momentan ist es ja noch so, wenn man ein Gebäude errichten will, dann beauftragt man ein gutes Planungsbüro, sagt, mach mir mal ein Konzept, mach mir mal eine Schätzung, was das kostet. Dann geht man zur Bank und sagt, liebe Bank, willst du das oder zu anderen Investoren, willst du das mit mir finanzieren? Und dann probiert man es an den Markt zu bringen. Das heißt, am Anfang ein hohes Invest. Ist das tatsächlich eine Vision, dass man eines Tages das Gebäude zum großen Teil gar nicht mehr die Elemente kauft und das Gebäude baut, sondern die Elemente mietet? Es gibt ja schon Teppichhersteller, die sagen, ich verliese dir den Teppich und ich hole den nach so und so vielen Jahren wieder ab. Wir haben hier auch von Elementen gesprochen, die der Produzent zurücknimmt zur Aufarbeitung. Kann das ein Konzept sein in Zukunft, dass man wesentliche Teile eines Gebäudes liest? Absolut spannend. Also was wir gerade schon im Bereich Möbeln machen, wir arbeiten mit Firmen zusammen, wo wir tatsächlich uns die Möbel anmieten für den Nutzer für einen gewissen Zeitraum, weil wir eben wissen, gerade in solchen, Sie haben ja auch gesehen, zum Teil haben wir Projekte, wo die Nutzer relativ häufig wechseln, weil wir eben Flying Desk haben. Da ist es super spannend natürlich, dass so ein Möbelstück gemietet werden kann, aber auch bei größeren Bauteilen sehe ich da sehr großes Potenzial, weil man da eben sagen muss, tatsächlich
ja, wenn das Material seine Qualität hat und man aus einem anderen Bauvorhaben genau das Material wieder einbauen kann, da kommt natürlich wieder das Design in Frage, es muss halt eben passen, dann wären wir auf jeden Fall dabei, also würden wir auf jeden Fall mitgehen, selbstverständlich. Wenn man jetzt mal einfach projiziert, das, was Sie so als Vision auch entwickelt haben, wenn das in 5 bis 10 Jahren wirklich Realität ist und dann die Menschen zurückschauen und sagen, wie hat man denn eigentlich in den Nullerjahren gebaut? Ja, dann sagt man ja, das waren ja Dinosauriergebäude damals, die man gebaut hat. Warum machen wir das jetzt erst? Warum kommt die Entwicklung jetzt erst? Liegt es wirklich an Fridays for Future? Liegt es daran, dass wir den Klimawandel viel zu spät erst ernst nehmen? Oder sind es technologische Entwicklungen, die uns das vorher sozusagen nicht erlaubt haben, so zu denken und zu arbeiten? Ich würde mal sagen, weil es günstiger war, neu zu bauen, als die Materialien wiederzuverwerten. Und das wird sich jetzt eben komplett umschwingen. Also wir sehen ja alleine schon, dass während früher Abfallprodukte eben einfach Abfall waren, wird uns der Abfall relativ bald ziemlich viel kosten. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein großes Umdenken anstoßen. Letzte Frage an Sie. Da kommt eine Bauherrin und sagt, plan mir ein Gebäude, das ich potenziell wieder abbauen kann. Kratzt das am Ego des Architekten? Nein, also es gibt unterschiedliche Ziele und ich habe ja schon temporäre Bauten, also zum Beispiel Ausstellungspavillons geplant, die sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, waren dann nach einem halben Jahr wieder weg oder nach der Biennale zum Beispiel war es wieder weg. Nein, das glaube ich nicht. Es ist tatsächlich schon viel die Sinnfälligkeit, was im Moment denke ich, regiert. Und Sie haben ja gefragt, warum es früher nicht möglich war. Ich denke schon, dass die Vorentwicklung der computergesteuerten Basis ist schon sehr weit gekommen ist. Also wir sitzen hier in einer doch recht bescheidenen Runde und hoffen, dass uns viele hören. Das hätten wir vor 3 Jahren nicht geglaubt, dass das möglich ist. Also ich würde jetzt nicht glauben, dass ich eine Sitzung im Ausland abhalten werde. Vor 3 Jahren hätte man gesagt, du sollst hinreisen. Soll es präsent sein. Also heute sagt man nicht, dass es unglaubliche Energieverschwendung, diese Präsenz zu leisten jedes Mal. Also das Umdenken ist schon natürlich auch unter vorgegebenen, teilweise unlustigen Umständen stattgefunden, beziehungsweise aufgrund des Fortschrittes der Technik, also Computertechnik, Vorfertigungstechnik. Also wir kennen ja die Vorfertigungselemente aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, die sehen sehr unansehnlich aus. Also die Vorfertigung hat sich ja eigentlich sehr deprimierend dargestellt, würde ich fast sagen, vom halben Jahrhundert. Mhm. Und jetzt sieht das anders aus. Also nicht die Präfabrizierung daran schuld, sondern die Möglichkeiten der Menschen waren vor 50, 70 Jahren ganz woanders. Also ich denke schon, das ist der Fortschritt der Technik. Also wir hätten vor 20, 30 Jahren das noch nicht gekonnt. Also wir hätten wahrscheinlich alle unsere Kräfte da rein investieren müssen. Dann hätte es vielleicht früher geklappt. Aber es ist schon aus meiner Sicht so ein natürlicher Lauf der Dinge, dass irgendwann die Präfabrikation in deren Qualität und damit auch die Wiederverwendung, man möchte ja nicht schäbige Materialien verwenden, sondern die Präfabrikation muss so eine Höhe erreichen, dass auch die Wiederverwendung ihre ästhetischen Werte hat. Das ist wichtig. Vielen Dank. Vielen Dank für die Darstellung des Projekts und vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen. Einen Applaus. Danke. So, meine Damen und Herren hier im Saal, aber auch meine Damen und Herren im Internet, wir machen jetzt 10 Minuten Pause. Sie können zur Kaffeemaschine laufen oder was auch immer. Aber im zweiten Teil möchte ich, dass Sie mir Fragen stellen, beziehungsweise den Referentinnen und Referenten. Wir sehen uns um 10:50 ganz pünktlich wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Ja klar, bis zum nächsten Mal. Ne? Danke. Danke. Sind Sie Herr Böll? Sind Sie Herr Böll? Nein. Machst du mal das Mikro aus, Efkan?
sind aus der Kaffee-Ecke, aus der, na, wie heißt das denn, Teeküche, aus der Teeküche zurückgekehrt. Jetzt der zweite Teil. Wir haben ein weiteres Projekt, das wir uns anschauen wollen, The Cradle in Düsseldorf. Und wir fangen auch gleich an. Und ich darf von HPP-Architekten Antonio Voltaggio hier nach vorne bitten. Sie haben in Frankfurt Architektur studiert, waren dann bei KSB Jürgen Engel viele Jahre und sind seit 2010 zu HPP gekommen. Erst als Leiter des Entwurfs, dann Projektpartner und jetzt, seit 2021, sind Sie Seniorpartner oder Seniorpartner. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Bitte schön. Und auch für ihn ein kleiner Applaus, das ist entspannt. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich begrüße Sie recht herzlich im Namen von HPP-Architekten und freue mich natürlich, hier Ihnen heute unser Projekt kurz vorstellen zu dürfen, das Projekt The Cradle ist das erste Holzhybridgebäude, was in Düsseldorf entsteht, das komplett nach den Cradle-to-Cradle-Prinzipien aufgebaut ist. Vielleicht muss man einmal vorweg sagen, 2017 war eine Konzeptausschreibung der Stadt Düsseldorf zum Verkauf von diesem Grundstück und Interboden kam damals auf uns zu und schlug vor, dass wir uns, weil das Thema Nachhaltigkeit im Ranking genauso hoch wie der Kaufpreis bewertet wurde, dass wir das Cradle-to-Cradle-Thema, ob wir davon schon gehört hatten, und das war uns zum Glück 2017 nicht ganz neu, obwohl es damals noch nicht noch nicht sehr weit verbreitet war. Und so haben wir uns dann damals an das Projekt herangewagt, auch mit den Fachplanern, mit den richtigen, die uns dabei unterstützt hatten, weil die intrinsische Motivation eines jeden ist notwendig, um so ein Projekt zu machen. Und dann haben wir halt gemeinsam mit Knipper Selbig, Transolar und der IPEA damals diese drei Säulen von dem Projekt erarbeitet. Das eine ist die integrale Fassade, die aus dem Ort heraus entwickelt ist und gleichzeitig Sonnenschutz und Tragwerk ist. Das zweite war dann das Thema des Holzbaus zur Reduktion des Carbon Footprints und dann als dritte Säule das Gebäude konsequent als Materiallager zu denken, in dem alle Materialien reversibel eingebracht werden, gesunde Materialien, also keine Schadstoffe und dann am Ende auch in dem Material Passport zu integrieren. Und wir haben für dieses Projekt diese fünf Kriterien entwickelt, die wir bei einem Entwurf versuchen konsequent zu entwickeln, indem wir diesen Mehrwertgedanken daraus entwickelt haben, mit dem wir auch dann auch schauen, wie können wir da den Beitrag auch zum Erreichen der übergeordneten Ziele der UN auch einen Beitrag leisten als Architekt. Und für uns war halt dieser Mehrwertgedanke, dass wir wirklich schauen, was können wir für den Mensch als Gemeinschaft, für das Individuum, aber halt eben auch für das Quartier, die Umgebung oder das Gebäude an sich dann eben als Mehrwert, dann bis hin zu den planetarischen Grenzen, aber halt eben auch, welchen Mehrwert kann das für den Bauherrn, für den Nutzer, für den Eigentümer am Ende generieren, und haben das konsequent in dieser Maßnahmenmatrix von der ersten Sekunde an so umgesetzt, dass eben über diese Fragestellung, was wir mehr machen können mit dem, was wir tun, das komplett in diesen Bereich einsortiert, dann ist das evaluiert worden im Planungsprozess und so ist dann ein Gebäude entstanden, in dem auch die Konstruktion komplett zur Demontage entwickelt wurde. Das digitale Modell ist natürlich ein Möglichmacher dafür. Mit dem digitalen Zwilling können wir von der Simulation bis hin zur Demontage den gesamten Lebenszyklus da drin abbilden. Und ist natürlich die beste Voraussetzung, um dann natürlich auch einen Gebäude-Ressourcenpass zu erstellen, der dann auf so einer Plattform wie Madasta zum Beispiel hochgeladen werden kann. Und so haben wir dann zum Beispiel auch
Bei dem Projekt, wo das Engineering für die Fassadenkonstruktion sehr hoch war, das so weit getrieben, dass wir die Planung, also in der Ausführungsplanung ist das bis in die Werk- und Montageplanung vorangetrieben worden, um dann nachher das als digitales Modell auch der Ausschreibung zugrunde zu legen, wo dann die Stützen, auch die Passgenauigkeit zu unseren Passstücken überprüft wurde. Und die Hölzer, die wir verwenden, die sind alle aus heimischen Wäldern. Das sind überwiegend aus dem Siegerland oder aus Bayern, aus dem Sauerland oder aus Bayern und haben unterschiedliche Holzarten. Je nach Leistungsfähigkeit gibt es eben unterschiedliche Holzsorten, die wir dann da zum Einsatz bringen, und die sind alle zertifiziert. Und dadurch haben wir es geschafft, bei dem Gebäude die CO2-Emissionen um 40% zu reduzieren, nur durch das Thema des Holzes gegenüber einem konventionellen Gebäude, also durch den Ersatz des Betons, den wir da an der Stelle realisieren konnten. Und die Kreislauffähigkeit ist bei dem Gebäude zurzeit bei ca. 97% attestiert. Ja, das heißt, die Mehrwerte waren dann für uns, wenn zum Beispiel jetzt bei der Fassade, die aus dem Ort heraus entwickelt wurde, ist das so, dass wir im Osten ein Hochhaus stehen haben, das Sein, das uns verschattet, und dann wir die Süd- und die Westseite haben, die komplett der Sonne exponiert sind, und nach Norden ein Hafenbecken, auf das, wo wir eine permanente Aussicht drauf haben wollten. Das ist jetzt der Blick, den wir auf die Perspektive haben, dass da eben der Blick komplett freigehalten ist. Und daraus ist diese Fassade entstanden, aus einer parametrischen Entwicklung heraus. Die beiden Langseiten, die wir da sehen, sind im Prinzip ein und dieselbe Fassade, nur aus zwei Blickrichtungen draufgeschaut, während von Westen die niedrig stehende Sonne permanent verschattet ist, kann ich nach Norden auf der rechten Seite permanent auf das Hafenbecken schauen. Und das kann man zur Zeit, wo wir sehr viele schöne Tage hatten und das Gebäude, die Holzkonstruktion sich jetzt schon im ersten OG befindet. Das Bild ist noch etwas älter, was man unten drin sieht. Das ist das Erdgeschoss, was noch in Beton ist. Da kann man das sehr schön sehen, während bei den Nachbarn überall der Sonnenschutz runtergeht, kann man bei uns auf das Hafenbecken schauen. Und dann aus dieser Fragestellung kam auch heraus, wie können wir die Luft im Gebäude besser machen als die, die man von außen ansaugt. Wenn man weiß, dass die Luft in vielen Bürogebäuden teilweise 80 Mal schlechter ist als an großen Kreuzungen, war das ein relevantes Thema, und darüber sind dann bei uns neben den Holzdecken, neben den sichtbaren Holzdecken auch die begrünten Wände zur Feinstaubbindung gekommen, und auch im Technischen sind dann Aktivkohlefilter werden da eingebaut, sodass wir wirklich am Ende es erreichen wollen, dass die Luft, die wir im Gebäude haben, besser ist als die Luft, die wir von außen ansaugen. Und über solche Fragestellungen haben wir auch weitergeschaut, was können wir für das Mikroklima machen, was können wir für die Nachbarn machen. Dann sind Sharing-Konzepte gekommen. Wir haben einen Mobilitätshub im Erdgeschoss mit Ladestationen für das gesamte Quartier, aber auch der Eingangsbereich, der kann genutzt werden, um Ausstellungen zum Thema Mobilität zu machen. Informationen zum Thema Mobilität werden dort auch stattfinden, und halt auch, dass in den unteren Etagen ein Coworking-Anbieter ist, sodass das Gebäude nicht rein einer elitären Nutzung zugutekommt, sondern dass auch da viele Menschen in den Genuss kommen können, dieses Gebäude zu nutzen. Und dann auch Themen wie erneuerbare Energien, Wassermanagement, natürlich die Unterstützung der Biodiversität, das waren alles Sachen, die wir da, wo wir konnten, überall auch eingebracht haben, was natürlich für uns ein sehr, sehr wichtiges war. Aber das ganz, ganz große Thema war natürlich, das Gebäude radikal als Materiallager zu denken. Was uns an jeder Stelle natürlich, was da eine große Herausforderung war, wenn man bedenkt, 2017,
da war die Frage immer groß, ja, gibt es denn genug Produkte, die man da einsetzen kann? Wie soll das funktionieren? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Es kam dann 18, 19 eine Phase, in der viele Hersteller gedacht haben, man könnte mit dem Cradle to Cradle noch so eine Premium-Linie nebenbei hineinbringen und auch mehr dadurch erwirtschaften, hat sich aber sehr schnell dazu gewandelt in den letzten beiden Jahren, dass immer mehr Materialien und Produkte auf den Markt kommen, die Cradle to Cradle inspiriert, zertifiziert sind, aber die zumindest dieses Thema des Kreislaufes für sich so verstanden haben, dass wer, ist meine persönliche Meinung, wer heute noch nicht verstanden hat, dass man seine Materialien für die Zukunft sichern muss, der wird in wenigen Jahren auch ziemliche Probleme auf dem Markt haben, die Produkte überhaupt zu anbieten zu können. Und wir haben ja vorher jetzt ja auch schon sehr viel darüber gehört und es gibt ja einen Begriff, der sich mittlerweile ja auch dafür etabliert hat, das ist ja dieses Design Follows Availability und das bekommt mittlerweile immer mehr Relevanz, auch bei solchen Themen, auch bei der Ressourcenversorgung. Und bei der gesamten Lebenszyklusbetrachtung spielt natürlich der Building Material Passport, der auf unserem bauphysikalischen Bauteilkatalog aufbaut, eine ganz große Rolle und Digitalisierung als Möglichmacher, weil wir da natürlich direkt das abbilden und verknüpfen können mit unserem digitalen Modell und dort sehr schön Ableitungen fahren können, welche Materialien eingebaut wurden, welche Schadstoffe oder welche Nicht-Schadstoffe eben enthalten sind und wie weit die Produkte oder Materialien rezyklierbar sind. Diese ganzen Themen kann man dann am digitalen Modell abbilden und dann auch über die Verknüpfung, über die Eigenschaften im BIM-Modell auch mit der Madasta-Plattform verbinden und das dann natürlich als Mehrwert für den Bauherrn mit aktuellen Rohstoffpreisen eben dann verknüpfen. Und das finden wir ist eigentlich eines der wesentlichen Schritte, die auch dazu führen werden, dass dieses Denken immer mehr auch da in die Breite kommen wird. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir hören uns jetzt noch den zweiten Vortrag an und dann gehen wir gemeinsam gleich in die Diskussion. Insofern hoffe ich, dass wir jetzt Carsten Böll von Interboden zuschalten. Ich stelle ihn jetzt einfach mal vor. Ich hoffe, er ist da. Herr Böll hat Betriebswirtschaftslehre studiert in Bamberg und ist Certified Real Estate Investment Analyst. War 6 Jahre lang in der Leitung bei BILF. Wir natürlich direkt das abbilden und verknüpfen können mit unserem digitalen Modell und dort sehr schön Leitungen fahren können. Das Internet hängt hinterher, wie wir feststellen. Wir sind live viel schneller. Ich spreche jetzt trotzdem einfach mal weiter und ist schon seit vielen Jahren in leitender Funktion bei der Gewerbeprojektentwicklung bei Interboden und seit 2019 in der Geschäftsführung von Interboden. So, jetzt der Ruf ins Internet. Herr Böll, sind Sie da? Höre ich Sie auch jetzt ganz gut. Wunderbar, Herr Böll. Ich habe Sie gerade vorgestellt. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ihr Kollege Herr Voltaggio hat eben schon das Projekt The Cradle aus Sicht von HPP vorgestellt. Und jetzt freue ich mich über Ihren Bericht. Und hinterher werden wir noch ein bisschen miteinander diskutieren und wenn es möglich ist, auch das Publikum bei dem Gespräch mit einbinden. Herr Böll, Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank. Danke in die Runde. Ich freue mich, dass ich hier auch mit Antonino den Beitrag mit unserem gemeinsamen Projekt The Cradle liefern kann. Einen kurzen Einblick auch noch ergänzend. Antonino, ganz herzlichen Dank für deine Ausführung. Das Schöne, finde ich, an solchen gemeinsamen Projekten ist immer, dass man fließend gar nicht mehr feststellt, ob der Architekt spricht oder der Bauherr oder ein weiterer am Prozess Beteiligter an der Wertschöpfung. Und das macht ein gesamtheitliches Projekt aus, nämlich dass nicht immer nur der Bauherr oder der Hausherr eines solchen Projektes im Mittelpunkt steht, sondern hier stehen alle
am Team Beteiligten im Mittelpunkt. Ja, Ziel war es, ein taxonomiekonformes Gebäude zu entwickeln, nämlich im Entwurf, in der Planung und im Bau zu realisieren und dann letzten Endes auch in der Gesamtbewirtschaftung und den Blick auf ein taxonomiekonformes Management im Gesamten. Und so ist Interbohnen auch ausgerichtet, dass wir von der Architektur über die Wertschöpfung der Projektentwicklung, der Bauträgertätigkeit bis hin über 3,1 und die Digitalisierung über Animus die Gesamtwertschöpfung in der Bewirtschaftung dieses Projektes innehaben und planen. Hochbauarchitekt, wie Antonino Butaccio gerade darstellte, ist an dieser Stelle HPP unser Partner hier. Die Forderung war von Beginn an, dass wir das Projekt ESG-konform ausrichteten. Maßgabe war da, dass wir schon sehr frühzeitig im Wettbewerb im Rahmen dieser Ausschreibung des Investorenauswahlverfahrens der Stadt Düsseldorf einen großen Schwerpunkt auf die Nachhaltigkeit des Projektes geworfen haben und hier insbesondere die Kreislauffähigkeit mit der Baukonzeptionierung Cradle to Cradle im Vordergrund gestellt haben. Und diese Wertschöpfung begründeten wir dann damit, dass wir bereits 2020 war es, als Kennedy mit Madasta in den Start nach Deutschland gingen und die wesentlichen Grundlagen aus dem seinerzeitigen IFP, IFC Digitalisierung bereits in der Transformation hier sicherstellen konnten. Hier noch vielleicht ein ganz kurzes Bild auf den aktuellen Bauzustand des Projektes selber. Wir sind jetzt tatsächlich in dem Holzbau, man sieht das im ersten OG, also bis zum ersten OG, es kommen die Bodenplatten und dann geht es weiterhin bergauf. Der mittlere Erschließungsbereich ist aus Beton, das Bild ist wenige Tage alt. An die Learnings raus, oder wie haben wir gestartet, nämlich in der Projektentwicklung seinerzeit mit der Feststellung, dass wir über BIM und die Implementierung des Gesamtprojektes hier uns aufstellten. Das war die Unterzeichnung des Architektenvertrages mit HPP im Jahre 2017 mit der Ausrichtung des IFC-Modells und der Einbildung des sogenannten Material Passports, indem wir mit EPA gemeinsam und HPP und allen am Projekt Beteiligten die Materialität in diesem Materialpass dokumentierten und feststellten. Und das im Grunde über den gesamten Projektlauf fast in jedem Jofix über mehrere Monate hinweg bei der jeweiligen Auswahl der Materialien sehr sorgfältig hier den Augenmerk darauf hatten, dass die Gebäude, dass die Materialien hier die Rohstoffe toxisch frei waren, dass es nachhaltige und recycelbare, möglichst recycelte Materialien sind und C2C-Produkte abbildeten. Und wir haben auf dieser Grundlage dann 2020 die ersten Gespräche mit Madasta geführt. Dann tatsächlich ist das Projekt heute die erste Projektentwicklung, die im weitestgehenden im Prozess auf die Madasta-Plattform in der Implementierung ist. Und haben Zug um Zug jetzt in den letzten Monaten tatsächlich das ehemalige IFC-Modell HPP in der Überführung aller Daten und aller Konfigurationen auf Madasta überführt. Dort sind wir gerade im Prozess, also wir schauen uns die Identifikation zum Beispiel von Materialnamen an, von Madasta zum IFC-Modell, versuchen Fehlerbehebungen dort in den jeweiligen Kennungen festzustellen, die zu beheben und optimieren entsprechend dann die Klassifikationen der jeweiligen Kategorien, in denen die Materialitäten hier eingeordnet sind. Und am Ende geht es darum, dass wir, das ist jetzt wirklich der aktuellste Score des sogenannten Madasta-Zirkularitätsindikators, der auf Grundlage von Ellen MacArthur Foundation entwickelt wurde. Dieser Madasta-Zirkularitätsindikator ist ein Maß für den Grad der Kreislauffähigkeit des Gebäudes selbst. Ziel ist es, ein vollständig kreislauffähiges Gebäude
zu erreichen. Also im besten Fall erhält dann ein vollständig kreislauffähiges Gebäude einen hundertprozentigen Score. Damit ist das Ziel ebenfalls gesetzt, kreislauffähige Gebäudeplanung zu verbessern und den Kreislaufwert des Gebäudes zu erhöhen. Und wir als Projektentwickler, was ist unser Interesse, dass wir diesen Rohstoffwert des Gebäudes am Ende monetarisieren können, Monetarisierung an Warenbörsen matchen können und somit der Endinvestor des Gebäudes einen ja, tagesgenauen Materialwert dieses Gebäudes dann einwerten kann. Wir selbst haben dann in diesem Prozess der Madaster Zirkularitätsindikator, also das ist dieses Prozesses, diesen Indikator zu erfüllen, ein Prozess, das heißt, wir können jederzeit uns die entsprechenden Scores anschauen. Hier sieht man, das ist der aktuellste Score. Ich mache ein Beispiel hier oben, 79% Materialität Herkunft. Ziel sind es, keine Primärrohstoffe zu erreichen. Und zum heutigen Stand sind nämlich alle Materialien vollständig integriert, ab ein Score von 79% der Materialitätsherkunft, dass diese nicht von Primärstoffen eingebracht wurden. Darum hierbei geht es um die Materialitätsherkunft, also das ist das Verhältnis zwischen dem Volumen an Primärrohstoffen und dem Volumen an recycelten, wiederverwendeten oder erneuerbaren Materialien. Am zweiten, bei der Lebensdauer, geht es um die Tatsache, wie hoch ist der erwartete Funktionslebenszyklus der verwendeten Produkte im Vergleich zum durchschnittlichen Funktionslebenszyklus ähnlicher Produkte. Und hier zum aktuellen Stand sind wir bei 1%. Bei der Materialverwertung geht es darum, wie ist das Verhältnis zwischen der Menge an Abfall und der Menge an wiederverwendbaren, recycelbaren Materialien und Produkten, die aus einem Gebäude stammen, destilliert und oder abgerissen wird. Ja, und man kann sich jetzt so vorstellen, dass dann dieser ZI-Score, also der Madaster-Zirkularitätsindikator, bei 100 wäre, dann hätte man ein vollständig zirkuläres Gebäude mit maximalen ZI-Score von 100. Ja, und so haben wir noch einiges vor uns, über Ende Mai. Aber wir sind sehr gut auf dem Weg, haben die Bauleistung fast vollständig vergeben. Nicht zu vergessen, dass wir natürlich auch die Materialien für die Nutzungseinheiten, die jeweiligen Büroflächen noch aufnehmen wollen. Und zwar davon ausgehend, dass wir im Score im Jahr 2023 erreichen werden. Ja, und hier nochmal zusammengefasst, wir als Projektentwickler das Ziel immer verfolgen, das Gebäude tatsächlich als Rohstofflager auszurichten und das idealerweise als monetarisierter Wert digital zu erfassen und damit dem Endinvestor einen tatsächlichen Wettbewerbsvorteil für dieses Produkt zu liefern, ein Investmentprodukt zu liefern, das eine andere Attraktivität auf Kapitalmärkten genießen wird als jedes anderes konventionelles Gebäude. Und wir haben natürlich viele Lernkurven gemacht. Wir haben die strategische Ausrichtung immer verfolgt, dass wir alle Projekte in der Gruppe auf Basis von BIM realisieren, einen BIM-Koordinator im Hause haben, wiederum an der Schnittstelle Fachspezialisten von HPP bei der Transformation der Daten zum IFC-Modell in Star im Projekt Rede und Antwort stehen kann und die Prozesse weiter begleitet und somit wir auch mit dem Team von Madaster den ersten Proof of Concept haben werden, im Jahr ein vollständiges neues Denken einer Realisierung eines komplexen Gebäudes tatsächlich umgesetzt zu haben. Ja, und das Ganze interessiert uns auch deshalb, weil wir ESG-konform bauen. Sie wissen, ist es so, dass wir nicht nur in dem Koalitionsvertrag
die Forderung nach kreislauffähigem Bauen wiederfinden, so navigieren sich Bestandsströme Europa nach den sogenannten ESHA-Kriterien, also Significant Harms-Kriterien, die dann wiederum die Möglichkeit geben, hier grüne Transformation, also sowohl Kapitalflüsse als auch dann die Assets in den Immobilien entsprechend hier den Kapital zur Verfügung zu stellen. Ja, das im Wesentlichen als unser Impuls. Als weitere finden Sie auf der Internetseite thecradle.de. Danke nochmal explizit an allen am Bau und der Entwicklung beteiligten Partnern, insbesondere an HPP. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Herr Böll, ich hoffe, Sie bleiben noch in der Leitung. Ich würde gerne noch ein bisschen mit Ihnen diskutieren. Ich hatte leider einen sehr, sehr starken Widerhall im Dialog. Bitte um Nachsicht, wenn das eine oder andere hakte. Aber ich hörte mich sehr laut selbst die ganze Zeit. Oh, das tut mir leid. Bitte um Nachsicht, dass ich vielleicht einmal, zweimal gehakt hatte. Bis auf ganz zum Schluss konnte man Sie, glaube ich, ganz gut verstehen. Ganz zum Schluss, als es um die europäischen Kriterien ging, wurde es ein bisschen kompliziert und in der Akustik ein bisschen schwierig. Aber ansonsten haben wir Sie gut verstanden. Vielen Dank auch für die immobilienwirtschaftliche Sicht. Ich möchte Herrn Voltaggio noch mal bitten, hier nach vorne zu kommen. Meine erste Frage geht an Sie, und zwar, was beide Projekte, The Edge und The Cradle, halt miteinander verbindet, ist halt, wieso habt ihr mir jetzt den Herrn Böll weggemacht? Danke, da ist er wieder, ist der Fokus auf, wir wollen den Faktor Mensch mehr berücksichtigen, wir brauchen ein gutes Innenraumklima, wir wollen weniger Schadstoffe im Gebäude und so weiter und so fort. Streng genommen ist das nicht neu. Das sagen viele Architektinnen und viele Immobilienentwickler schon seit 2-3 Jahrzehnten. Meine Frage ist, wenn wir jetzt Gebäude konzipieren, die deutlich weniger CO2-Abdruck haben bei der Erstellung, die wertigere Materialien nehmen, vielleicht auch mehr natürliche Materialien nehmen. Ist das ein Faktor, der das begünstigt und es leichter macht, ein gutes Raumklima zu generieren, bessere Luft in den Gebäuden zu generieren? Hilft das? Ich denke, das liegt auf der Hand, ja. Also der Trend hin zu gesünderem Leben ist ja in der Tat etwas, was schon länger anhält. Mhm. Uns seit vielen, auch Jahrzehnten teilweise, beschäftigt und auch weiter anhält. Also das, und dazu gehört die gebaute Umwelt ganz wesentlich bei. Also vor vielen Jahren fing das an, dass man einen Baubiologen oder solche Fachdisziplinen dazu holt. Und heute kommen wir darüber, dass wir eben an unsere Grenzen kommen, dass wir in Frage stellen, ob diese ganzen technischen Produkte, wie sie halt eben auf dem Markt sind, so noch sinnvoll sind, kommen wir schon in den Genuss, dass die Industrie viel, viel mehr ökologisch basierte Materialien auf den Markt bringt, die uns dabei helfen werden, auch diese Ziele besser umsetzen zu können. Jetzt ist es ja so, wir reden seit einiger Zeit über kreislauffähige Gebäude, Gebäude, die man rückbauen kann, die man verändern kann. Jetzt kommen wir aber nochmal auf den Aspekt verändern. Ist denn dieses rücknehmbar eigentlich so wichtig? Oder wäre es nicht eigentlich eine andere Strategie, wie wir sie auch schon mal hatten, dass Gebäude deutlich mehr Flexibilität haben, dass sie Substanz haben und flexibel sind? Die Gründerzeitquartiere entpuppen sich ja rund 150 Jahre nach ihrer Erstellung als äußerst robust aufgrund des robusten Städtebaus, aber aufgrund auch der Robustheit der Gebäude, die mit einigen Sanierungswellen unterschiedliche Nutzung aufnehmen konnten. Es gibt die Studie der TU München, wo verschiedene Schulbauten mal verglichen worden sind und die älteste Schule von 1898 oder so ähnlich hat am besten abgeschnitten bezüglich Belichtung, Raumklima und so weiter und so fort. Ist denn dieser ganze Schritt Richtung Zirkularität der richtige Schritt oder sollten wir nicht eigentlich Gebäude bauen, die sozusagen solider sind und einfach mal 300 Jahre halten und umgebaut werden können? Es ist ein Stück weit beides. Also ich sehe das auch so, dass ein Gebäude oder so lange wie möglich eigentlich stehen bleiben sollte und so flexibel wie möglich auch entwickelt sein sollte. Und das ist
vom Grundsatz auch die wichtigste Botschaft oder das Wichtigste zu beachten, weil es resilient sein muss. Wir haben aber Zyklen, die viel, viel kürzer sind, die sich mit Oberflächen beschäftigen. Wir haben durch den doch immer weiter vorangeschrittenen technischen Ausbau, der dann einen Lebenszyklus von ca. 30 Jahren hat, haben wir in den Jahrzehnten der Nachkriegszeit eigentlich Bauweisen entwickelt, die sich sehr stark mit reiner Effizienz beschäftigt haben. Das heißt, wir haben alles immer weiter ausoptimiert und daraus sind meines Erachtens genau diese Bauformen entstanden, von denen wir jetzt versuchen, ein Stück weit wieder eben diese Flexibilitätsfrage, die Effektivitätsfrage zu stellen und zu sagen, was ist das Richtige, dass wir jetzt auch wieder zulassen, dass wir vielleicht 10 Zentimeter mehr Bauhöhe verwenden oder umsetzen, um resilienter und flexibler zu sein. Also da sind wir schon auch an der Zeitenwende. Man sieht es auch an den Lieferketten, dass das reine Effizienzdenken einfach an ein Ende gekommen ist und wir jetzt einfach wieder schauen müssen, wie wir das Richtige tun. Mhm. Herr Böll, Sie haben ja ein Projekt realisiert, wo Sie probieren, sehr, sehr langfristig zu denken. Also dieses Gebäude ist jetzt gerade in der Erstellung und eigentlich wird sozusagen der Materialwert und die Möglichkeit, dieses Gebäude rückzubauen und wiederzuverwenden, mitgedacht. Sie haben, das hat auch Herr Voltaggio gezeigt, probiert, verschiedene gesellschaftliche Anforderungen, die wir heutzutage haben, an die Mobilität zum Beispiel, an die Nutzung, Erdgeschosszone möglichst öffentlich und so weiter und so fort mit einzubauen. Vom Prinzip her probieren Sie in so einem Projekt den Lebenszyklus, der über Jahrzehnte geht, mitzudenken. Wenn wir uns mal anschauen, wie schnelllebig unsere Welt ist und wie schnell sich unsere Welt technisch, aber auch kulturell verändert, ist das überhaupt möglich? Und vielleicht noch eins obendrauf gesetzt, was machen Sie denn, wenn Madasta in 10 Jahren sich überlegt, wir gehen aus dem Markt, wir schließen unseren Computer, wir machen nicht mehr weiter. Wie funktioniert denn so ein Prozess über so viele Jahrzehnte? Ja, ich würde es gerne mit der zweiten Frage, mit der Beantwortung starten. Wir stellen heute ja fest, dass wir unterschiedliche Software und Plattformen als Lösungselemente in der Dekarbonisierung finden. Und keines dieser Lösungen, sei es jetzt Madasta oder andere, versucht Standalone-Lösungen darzustellen. Die großen Lösungen haben alle Schnittstellen mittlerweile und suchen Schnittstellen. Und ich habe ganz bewusst eben auch sehr deutlich dargestellt, dass wir das Projekt nur als Projektbauherr realisieren konnten, weil wir Projektpartner hatten, die auf gleicher Augenhöhe sind. Und damit finden Sie auch die Antwort auf Ihre Frage, ist Madasta am Ende, wenn 10 Jahre vorbei sind und das Unternehmen eine andere Ausrichtung haben würde, nicht mehr unser Partner. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Madasta in 10 Jahren eine Verknüpfung zu anderen Softwaren und Plattformen sicherstellen wird, die uns in dieser Dekarbonisierung weiterführen wird. Mhm. Also. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird, ist sehr, sehr gering. Das schließen wir aus und die Schnittstellen sind heute schon da. In allen, sei es jetzt in Excel-Tools, wo ich halt Daten überführen kann. Also wir werden am Ende in dieser gesamten Zielsetzung eine große Datenbank sein. Alle Standalone-Produkte, würde ich heute zutiefst von ausgehen, werden keine erfolgreichen Projekte werden. Also Sie sehen das. Zweite ist, Entschuldigung, natürlich, Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen, bitte. Nein, und das stellen wir ja in vielerlei Softwarelösungen fest, die sich nicht breit aufstellen, die sind die Verlierer. Und die sich offen für Dialog einsetzen und für Sharing an Informationen, die werden gewinnen. Das hat sich verändert in den Jahren. Die andere Frage ist der Frage, wie ist die Drittverwendungsfähigkeit des Produktes an sich. Wir haben das Produkt zum frühen Zeitpunkt in allen möglichen an allen möglichen Schnittstellen, insbesondere der Mietfläche an sich, sehr teilbar ausgerichtet. Jede Etage ist noch in jeweilige 3 Mieteinheiten teilbar. Das Gebäude war nie ausgerichtet nur für einen Nutzer als Corporate,
und sodass wir völlig entspannt da heute auch auf dem Markt, auf dem Büromarkt uns reflektieren. Und in wenigen Stunden werden wir das Gebäude auch voll vermietet haben. Das wird der morgige Tag sein. Und dann hat das Gebäude einen Nutzer gefunden für die nächsten 10 Jahre. Aber wir sind überzeugt davon, dass, weil es halt sehr kleinteilig auch vermietet werden kann, man auch dieses Gebäude und der Nutzer wieder sich in kleineren Flächen wiederfinden kann und sich zurückziehen kann, wenn es notwendig und wichtig sein würde. Mhm, verstanden. Das Publikum hat immer noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte, da ist eine Frage. Sagen Sie auch bitte, wer Sie sind. Ja, Dirk Rutke aus Berlin. Ich kenne das Projekt schon ein paar Tage von anderen Vorträgen, aber ich habe jetzt, mir sind 3 Fragen gekommen im Laufe der Zeit, die ich mit dem Projekt mich beschäftigt habe. Mal gucken, ob wir sie alle 3 hinbekommen. Die erste Frage, mir ist aufgefallen, da stand jetzt drin bei den Bewertungen, also bei den Scores von Madasta, der Mieterausbau ist noch nicht berücksichtigt. Wenn ich aber über 100% Kreislauf rede, müsste ich ja dem Mieter auch vorgeben, seinen Ausbau auch kreislauffähig durchzuführen. Ist das im Mietvertrag so vorgesehen? Ja, also das kann ich auch direkt antworten. Wir haben in allen Mietverträgen ESG-konforme Mietklausulierungen gefunden, das zum einen. Die ist mittlerweile ja auch in sämtlichen Fachliteraturen oder über unsere Anwälte oder andere Anwälte auch in der Verhandlung vorgelegt und eingenommen werden. Das zum einen. Das andere ist, dass wir also alle Mieter, die wir in den Gebäude gewinnen konnten, sind sehr stark an dem Thema C2C und Kreislauffähigkeit interessiert. Und es gibt keine Baubesprechung, wo jetzt in der Zukunft und wie auch in der Vergangenheit bei den Bestandsmietern schon in der Abstimmung der jeweiligen Ausbauten nicht die Frage immer gestellt wird, kann es nicht für dieses Trennwandsystem ein C2C-Produkt geben? Gibt es neben dem Bodenbelag eine Alternative? Natürlich können Sie keinem Mieter das vorschreiben. Das lässt sich auch kein Unternehmen vorschreiben. Bloß die Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, als Mietinteressenten für dieses Projekt, waren alle davon überzeugt, einen Beitrag zu liefern. Und das ist das, wovon wir wirklich begeistert waren, dass das so passiert ist. Das können Sie nicht vorher programmieren, aber die Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, setzen sich mit den Themen sehr ernsthaft auseinander und vor allem hatten sich auch schon sehr ernsthaft auseinandergesetzt, denn das Unternehmen, was als letzter in das Gebäude einzieht, ist in einem sehr renommierten Gebäude bereits involviert, als Mieter, schon seit einigen Jahren und hat auch dort C2C-konform ausgebaut. Dann die andere Frage zu der sehr hohen Ambition, 100% kreislauffähig. Was hat dazu geführt, also was ist da, dass das Erdgeschoss eigentlich in Stahlbeton ausgeführt worden ist? Weil das ist ja nun mit 100% Kreislauffähigkeit, wird es da ja echt schwer. Man muss sich vorstellen, dass das Projekt im Jahr 2017 im Prinzip aufgegleist wurde. Und da war in Nordrhein-Westfalen auch noch die alte Landesbauordnung gültig, in der Gebäude, vor allen Dingen Holzgebäude, maximal 2-geschossig erlaubt waren. Und das heißt, wir mussten ja auch in diesen Verfahren ein genehmigungsfähiges Gebäude. Grätsche ich mal rein. Würden Sie es heute anders machen? Heute wären einige Sachen einfacher. Mhm. Also damals war halt eben das Thema der Versammlungsstätte. Mhm. In diesem Kontext, im Erdgeschoss, in Holzbauweise, mit den ganzen Schnittstellen einfach schwierig darstellbar. Also ist man damals auch viel konservativer drangegangen. Es gibt natürlich auch andere Aspekte. Wenn man sich die oberen Geschosse anschaut mit dem konstruktiven Holzschutz, das sind ja die Prallscheiben, die dreieckigen Glasscheiben sind ja der konstruktive Holzschutz. Das ist dann die Fragestellung, wie man damit im Erdgeschoss umgeht, weil es sollte ja eher offener und transparenter ja auch noch sein, das Erdgeschoss. Also es gab einfach eine ganze Reihe von Argumenten, die am Ende zu dem Beton im Erdgeschoss geführt haben. Ja. Also das sind halt, so ist das im Prinzip entstanden. Verstanden. Sie haben noch eine dritte Frage, aber ich möchte Sie beide gleich darauf vorbereiten, Herr Voltaggio und Herr Böll. Ich würde gerne tatsächlich über Friktionen, was müssen wir vielleicht legislativ, Bauordnung und so weiter ändern, gleich noch mit Ihnen sprechen. Aber Sie hatten, glaube ich, noch eine dritte Frage, richtig? Ja, ich weiß nicht, ob man die dritte also so aus der Hüfte beantworten kann, weil sie ein bisschen komplizierter ist. Dieser
diese Ausrichtung der Fassade ist ein permanenter Sonnenschutz. Und dieser permanente Sonnenschutz, der klaut mir ja auch im Winter jetzt Sonnengewinne für die Bilanz im Winter. Haben Sie so ungefähr im Kopf, was Sie das für den Winter gekostet hat, dass Sie dieses Gebäude so extrem sich selbst verschatten lassen? Das klaut uns im Sinne im Winter keine inneren Lasten, weil, wie Sie ja auch sicherlich wissen, ist im Bürogebäude das Heizen überhaupt nicht das Thema, sondern es ist das Kühlen das Thema. Das heißt, durch die ganzen inneren Lasten, die wir haben, durch Computer, durch Transformatoren, durch die Menschen, die da drin arbeiten, war das nicht die Problemstellung. Also das ist über die Simulation natürlich alles mit berücksichtigt worden, aber das war nicht die Problemstellung. Also habe ich vielleicht in Physik nicht richtig aufgepasst. Im Winter steht die Sonne tief, die scheint doch rein im Winter. Ja, aber durch die, Schrägstellung, nicht Schrägstellung. Die Schrägstellung der Stützen ist ja die tiefstehende Sonne im Westen, weil die ist ja auch im Sommer, auch geht ja im Westen die Sonne sehr stark runter. Okay, aber das Thema das war nicht das Thema. Also die inneren Lasten und die Belichtung sind da ausreichend gewährleistet. Vielen Dank für diese Fragen. Jetzt kommen wir zu den Friktionen. Sie haben ja selber schon gesagt, in der Evolution allein schon dieses Projekt stellen Sie fest, dass wir mit jetzigen Rahmenbedingungen ganz anders bauen könnten. Wenn wir jetzt konsequenter in das lebenszyklusgerechte Planen und Bauen, kreislaufgerechte Planen und Bauen, CO2-minimierte Planen und Bauen kommen wollen, was würden Sie, Sie sind jetzt der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen oder unsere Bundesbauministerin, was würden Sie ändern? Na, es gibt eine ganze Palette an Themen, die wir gesellschaftlich als Aufgabe haben. Also ich bin mir sicher, dass die aktuelle Normung ein Verhinderer von vielen Innovationen sind. Da hatten der Patrick und ich ja letztes Jahr auch schon eine Diskussion mit der DIN in dem Zusammenhang. Also die halt einfach viele Themen oder anders auf dem Bau ist die Verabredung auf die DIN-Normen so das Mindeste, was alle gewährleisten. Und wenn jemand von der Norm abweicht, dann hat er schon gleich den Baufehler begangen. Stand der Technik durch Norm. Aufgrund dessen wird davon nicht abgewichen und aufgrund dessen ist auch keiner bereit, innovativ rechts und links davon zu denken. Und das ist eine ganz, ganz große Aufgabe und das ist zum Beispiel ein Punkt, der uns an der Stelle daran hindert. Dann das zweite Thema, Materialien, wenn wir es schaffen, den Materialien, denen wir über das digitale Modell und über den Materialpass Identität zu verleihen und einen Wert, wenn wir es schaffen, das als Buchwert zu verwenden, wie eben auch normales Kataster, dann bin ich mir sicher, schaffen wir einen ganz großen Hebel, das Ganze auch über die Finanzierung von solchen Projekten und Gebäuden da auch noch weiterzubringen. Den lieben Patrick Bergmann hätte ich auch gerne noch mal nach vorne, weil die Abschlussfrage möchte ich dir dann gleich stellen. Aber Herr Böll, jetzt hat Herr Voltaggio schon ein bisschen Ihre Antwort eigentlich gegeben. Was muss sich sozusagen aus immobilienwirtschaftlicher Sicht ändern, dass kreislauffähige, gerechte, lebenszyklusgerechte Bauten sozusagen besser in die Realisierung kommen? Aus der Investitorensicht muss irgendwann mal klar sein, was der CO2-Preis ist. Aktuell steigt der Preis bis 2025 auf 55 Euro. Aktuell, Januar 2021, war aber 25 Euro. Ich glaube, jeder weiß, dass der Emissionspreis da sein Ende nicht hat bei 55, sondern bei 100 oder 150, vielleicht auch noch mehr. So, und das Ganze preist sich ja dann in Angebot und Nachfrage ein, solche Produkte. Und wenn ich heute weiß, dass so ein Produkt am Ende ein machbareres, wirtschaftlicheres sein wird, erlange ich Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn ich Wettbewerbsfähigkeit erlange, setze ich mich viel, viel mehr mit solchen Produkten auseinander, die kreislauffähig, so klar und transparent wie unser Projekt oder viele andere auch, die in vergleichbaren Baumaßen umgebaut werden gerade oder gebaut werden und saniert werden. Und das ist eigentlich der Kern, nämlich wir müssen planbar mit diesen Themen umgehen. Und das haben wir nicht. Nehmen wir das Beispiel KfW-Förderung letzten Jahres. Da kann ich Ihnen sagen, da hat jeder Projektentwickler in Deutschland an diesem Montag den Atem angehalten. Und dann nicht nur am Abend, sondern auch den Tag darauf. Und das ist einfach für die Branche und für die Immobilienwirtschaft nicht planbar. Verlässliche Rahmenbedingungen, da haben Sie vollkommen recht. Das muss klare Signale geben. Und das
kaskadiert sich ja runter bis zum Nutzer. Das kaskadiert sich runter bis zur Bank. Die Bank fördert Green Loans. Nächstes Jahr müssen alle Banken in Deutschland zeigen, wie viele Green Bonds und Loans sie letzten Endes an den Markt gebracht haben. Das wird eine spannende Situation werden, wenn wir uns das alles mal angucken, was dann tatsächlich passiert ist. Und da muss einfach mehr Druck rein. Die Niederlande sind da viel weiter. Wenn Sie sich das anschauen, da können Sie teilweise, wenn Sie Ihren Dekarbonisierungspfad nicht erreichen mit Bestandsgebäuden, dann können Sie teils nicht mehr vermieten. Dann wird sich die Grundsteuer anheben, da wird es Sanktionen geben. Heute in Deutschland kann Ihnen das keiner sagen, was in den nächsten 5 Jahren ist. Und solange das nicht klar ist, wird im Wettbewerb, also Angebot und Nachfrage, sei es im Transaktionsmarkt, sei es im Vermietungsmarkt, sei es bei den Mieten, sei es bei den Baukosten, sei es bei den Subventionierungen, wird es kein klares Bild geben. Und das brauchen wir hier. Wir als Projektentwickler brauchen ein ganz klares Bild. Wenn wir Geld investieren, wenn wir Risiko übernehmen, egal ob in die Bestände oder im Neubau, müssen wir planbar sein. Und das sind wir heute nicht. Vielen Dank. Bevor ich jetzt Herrn Bergmann eine letzte Frage stelle, darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Böll, und bei Herrn Voltaggio bedanken. Vielleicht einen kleinen Applaus. Herr Böll, Sie können natürlich gerne noch zuhören und Sie, meine Damen und Herren, wenn wir dann in 5 Minuten fertig sein werden, werden noch auf ein Gläschen irgendwas und eine Brezel eingeladen. Aber vorher nochmal zu Madasta. Jetzt ist es ja so, vielleicht von der deutschen Perspektive, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, mal zur internationalen. Also die Bevölkerungsentwicklung findet ja, das Wachstum der Weltbevölkerung findet im Süden statt und da wird auch noch gebaut. Da ist auch das höchste Nachholbedürfnis. Das heißt, wenn wir hier in unserem Deutschland, Europa, auf der Nordhalbkugel zirkuläres Plan und Bauen machen, dann ist das gut, aber der richtige Hebeleffekt, dass wir das erreichen können, findet woanders statt. Wie stellt sich da Madasta auf? Ja, das ist definitiv so und ich glaube ein bisschen, wie wir die Energiewende exportiert haben oder immer noch exportieren. Ja, ich würde schon sagen, also die Chinesen machen uns jetzt, glaube ich, schon vor, wie man PV und Wind und so weiter ausbaut. Die haben noch ein bisschen Kohle und so, aber ich glaube, so müssen wir auch das zirkuläre Bauen exportieren. Findet das schon statt? Nein, also in den arabischen Ländern sind wir schon aktiv, da kriegen wir recht viele Anfragen, sagen, warum gibt es bei uns noch kein Madasta, wir wollen auch unsere Materialien dokumentieren. In Afrika kenne ich jetzt noch kein Projekt. Hängt natürlich vielleicht auch wieder ein bisschen mit Planung zusammen, also Wissenstransfer, Digitalisierung, kenne ich mich dort zu wenig aus, wie weit das ist, aber sagen, es sind eher die ein bisschen besseren Bürogebäude, Logistikhallen, große Wohnprojekte, die im Moment jetzt dort mitmachen. Weiß ich jetzt nicht, aber in Kapstadt oder so könnte das genauso gut funktionieren. Digital sind uns die meisten wahrscheinlich voraus. Okay, vielen Dank. So, das waren jetzt 2 knappe Stunden, in denen wir uns 2 Projekte angeschaut haben, wie das zirkuläre Planen und Bauen funktionieren könnte. Ich habe ja von dem Haus der Erde, den klimapolitischen Positionen des BDA, ganz am Anfang berichtet, 2018 veröffentlicht und der Vorgänger, das Haus der Erde, war 2008. Und wir haben 2018 nachgelegt, weil wir festgestellt haben, in den 10 Jahren zwischen 2008 und 2018 ist eigentlich im Bereich halt der Nachhaltigkeit viel zu wenig passiert. Wir hatten dann auch politische Forderungen gestellt und jetzt im Jahre 2022 stellen wir fest, dass dank auch Architects for Future zum Beispiel oder halt German Zero, die politischen Forderungen mittlerweile ziemliches Allgemeingut gefunden ist. Und Herr Böll hat auch darauf hingewiesen, dass viele Punkte in diesem Bereich ja auch Einzug in den Koalitionsvertrag unserer Bundesregierung gefunden haben. Und ich finde es auch wirklich spannend und positiv zu beobachten, dass auch die planenden Berufe, die Investierenden, die Bauenden tatsächlich jetzt probieren umzusetzen. Also es bewegt sich was. Ich bin zwar immer noch der Meinung, wir müssen deutlich mehr an Tempo gewinnen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit meines Erachtens, aber es ist schön, dass wir feststellen, dass es tatsächlich Projekte gibt, an denen man sich orientieren kann. Und ich freue mich einfach darauf, vielleicht in 2, 3 Jahren mal zu schauen, wie haben sich diese Gebäude bewährt und vor allem, welche Gebäude sind dann in der Planung, in der Realisierung, also woran arbeiten wir in 2, 3, 4 bis 5 Jahren. In diesem Sinne, ein Gruß ins Internet, machen Sie sich noch einen schönen Abend. Herr Böll, schön, dass Sie virtuell dazugekommen sind. Und Sie, meine Damen und Herren, ich würde sagen, wir nutzen die Freude der persönlichen Zusammenkunft und machen jetzt die Leute im Internet neidisch, weil wir noch ein Gläschen Wein miteinander trinken und eine Brezel essen werden. In diesem Sinne, vielen Dank und Ihnen einen schönen Abend. Alles Gute.
So, jetzt mache ich das wie dieser Fernsehmoderator. Und tschüss.